So, als nächsten grundlegenden Vorverarbeitungsschritt, um Indexterme zu erzeugen, betrachten wir noch die morphologische Analyse von Texten. Das heißt, hier holen wir uns einen anderen grundlegenden Teil der Sprachverarbeitung oder auch der Computerlinguistik mit an Bord, eine Technologie, die dort erforscht und auch erfunden wurde. Und insbesondere das Stemming spielt bei uns eine Rolle. Aber fangen wir am Anfang an. Morphologie dreht sich darum, herauszufinden, wie Wörter konstruiert sind und wie sie entstehen. Wenn wir irgendeine Situation ausdrücken wollen und dafür in unserer aktuellen Sprache viele Wörter benötigen, aber relativ häufig von einer solchen Situation sprechen müssen, dann werden früher oder später kürzere Wörter dafür erfunden, damit man halt das, was man sagen möchte, schneller kommunizieren kann. Ein ganz einfaches Beispiel hier für die Erzeugung von neuen Wörtern ist die Flexion bzw. die Ableitung oder die Derivation von neuen Wörtern. Bei der Flexion ist es eher so, dass wir aufgrund der Tatsache, dass aufgrund der Art und Weise, wie wir sprechen, Wörter in bestimmte Formen gießen, damit sie im Satzgefüge und beim Aussprechen vor allem gut klingen, wenn wir schon etwas in aller Kürze aussagen wollen. Und es haben sich gewisse Standards ergeben, zum Beispiel, wie man den Past Tense ausdrückt. Wenn ich also die Situation beschreiben möchte, dass ich jemanden in der Vergangenheit angerufen habe, dann kann ich mich des Wortes called bedienen. I called someone. Es ist im Prinzip hier das Verb call und die Endung ed hier drückt aus in the past. Das ist die Flexion, die wir machen. Und es gibt natürlich für andere Zeitformen andere Flexionen und so weiter und so fort. Demgegenüber steht die Herleitung oder Derivation von neuen Wörtern, mehr oder weniger neuen Wörtern, auf Basis bereits bestehender Wörter. Die Situation not being in a happy state, wenn ich also nicht gerade glücklich bin, dann könnte ich das Wort unhappiness verwenden. Die Endung ness bedeutet being in a state, un steht für not, das Präfix, und das Wort happy ist quasi gleich geblieben und damit hier der Tatsache gedient ist, dass man das Y ein bisschen anders ausspricht, wenn es sich innerhalb eines Wortes befindet, wird daraus ein I. Y ist hier in dem Fall auch eher ein Vokal als ein Konsonant. Schauen wir uns den zweiten Fall etwas genauer an und betrachten die einzelnen Bestandteile auf der rechten Seite. Man spricht bei jedem dieser drei Bestandteile von sogenannten Morphemen. Und ein Morphem ist die minimale Einheit eines Wortes, die Bedeutung trägt. Es gibt zwei Arten von Morphemen, die die Linguisten unterscheiden. Das sind freie Morpheme und gebundene Morpheme. Ein freies Morphem kann auch alleine als Wort stehen, wie zum Beispiel happy hier, natürlich mit dem Y dann. Und ein gebundenes Morphem kann nicht alleine stehen. Das Präfix un oder die Endung ness. Meistens handelt es sich um solche Affixe. Es kann auch Infixe geben. Das ist dann im Prinzip ein Teil innerhalb eines Wortes, der als Morphem da ist, aber es ist aber seltener im Englischen. Meistens oder auch im Deutschen haben wir Präfixe oder Suffixe. Weiterhin unterscheiden wir zwei Gattungen von Morphemen, das Grundmorphem, die Wurzel eines Wortes hier und der Stamm eines Wortes. Die Wurzel eines Wortes, im Prinzip das Wort oder der Teil eines Wortes, weil es muss nicht notwendigerweise ein freies Morphem sein, auf den das Wort ursprünglich von seiner Herkunft her zurückzuführen ist. Hier hep. Das ist ein archaisches Wort, das für so viel steht wie Glück. Können Sie im Englischen sehr häufig finden. Happenstance. Sagen Sie noch ein paar Beispiele. Haphazard. Noch mehr.
Wenn sich die Bedeutung dieser drei Wörter, die ich jetzt gerade gesagt habe, ist immer schwierig. Ich habe auch über Probleme, mir mein Beispiel ad hoc zu überlegen, aber machen Sie sich keine Sorgen. Wenn sich die Bedeutung nur dieser drei Wörter zusammen klar machen, unhappy, happenstance, haphazard, dann sind das Wörter, die schon mit ein bisschen Glück in Verbindung stehen. Ich nutze mein Glück, wenn ich mich haphazard verhalte. Eine Happenstance ist eine Situation, in die ich hineingerate, die ich eventuell nicht verursacht habe. Unhappy, ja, ich hatte kein Glück, deswegen bin ich unglücklich. Ganz banal. Also das heißt, hier sehen wir die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes, auch wenn dieses einzelne Wort nicht mehr verwendet wird. Es ist nur noch Teil anderer Wörter im Englischen. Demgegenüber steht der Stamm eines Wortes, der sich nur auf die Basis der Flexion zurückzieht. Das heißt hier, wenn wir hier nochmal auf die andere Art der Wortformierung schauen, nur auf den Teil des Wortes, der gebeugt wird, um ins Satzgefüge zu passen. Das heißt, es wäre bei unhappy eben unhappy. Also bei unhappiness wäre es unhappy. Das wäre der Stamm. Und im Information Retrieval sind wir daran interessiert, den Stamm eines Wortes herauszufinden, eher noch als die Wurzel eines Wortes. Denn wir möchten, dass die Strings, die wir übrig behalten von einem Token, möglichst bedeutungserhaltend sind. Wir möchten nicht unhappy durch happy übersetzen oder durch hap sogar ersetzen, um etwas völlig anderes zu bedeuten. Denn im Text wurde ja von Unhappiness gegebenenfalls gesprochen. Oder dass jemand oder etwas unhappy ist. Und in dem Zusammenhang ist es dann halt so, dass wenn jemand nach unhappy sucht, man auch dieses Wort finden möchte und nicht plötzlich happy finden möchte. Im Allgemeinen von dieser Analyse von Wörtern spricht man halt von der morphologischen Analyse und es ist das Studium von Morphemen und der Identifikation von Wörtern und ihrer Bestandteile. Schauen wir uns das Stemming genauer an. Es gibt hier Verfahren, die Wörter zurück auf ihren Wortstamm führen sollen. Und im Englischen, beziehungsweise teilweise auch im Deutschen, sind wir da relativ gesegnet bei der Verarbeitung von unseren Sprachen. In anderen Sprachen sieht es deutlich anders aus, die bedeutend stärker Flexionen einsetzen. Im Arabischen zum Beispiel sind teilweise auch innerhalb von Wörtern verändern sich Buchstaben, nur um sie ins Satzgefüge einzufügen. Und in einem ganz anderen Sprachen klappt das ganz und gar nicht so. Da muss man viel kompliziertere Anwendungen entwickeln. Hier ist es relativ leicht. Im Englischen müssen wir meistens nur Wortendungen behandeln, ganz selten mal Wortpräfixe. Es können Nomen, Verben und Adjektive gebeugt werden im Satzgefüge. Und hier sehen wir dann den Stamm connect für connects, connected, connecting und connection. Im Detail, im Kontext, wird jedes dieser Wort eine leicht andere Bedeutung haben. Aber wenn ich nach irgendeines dieser Worte suche in meiner Anfrage, dann bin ich schon ganz glücklich, wenn ich alle Dokumente finde, in dem irgendwo irgendwie von irgendwas, was mit connect in Zusammenhang steht, gefunden wird. Welche Wege kann ich gehen, um diese Verfahren umzusetzen im Computer? Nun, ich kann einfach große Dictionaries erzeugen und ein Table Lookup machen. Haben wir das Problem, dass wir dann eine hinreichende Vollständigkeit unseres Dictionaries voraussetzen müssen, was nahezu unmöglich ist in der Praxis, gerade bei Milliarden von Dokumenten. Es werden ständig neue Wörter geschaffen und in die Sprache eingefügt. Wir brauchen also etwas Generischeres, was auch mit neuen Wörtern umgehen kann. Das am häufigsten eingesetzte dieser Tage ist immer noch die Affixeliminierung. Das sind regelbasierte Verfahren. Wenn man sich nicht die Mühe machen möchte, zum Beispiel in einer Sprache, in der man einfach nur Teile von Wörtern herausschneiden muss, aber noch kein hinreichend guter Regelsatz existiert, dann kann man auch einfach sagen, ich mache einfach nur Charakterengramme, nehme zum Beispiel einen Ausschnitt von den ersten vier Buchstaben des Wortes und lasse es dabei. Und man kann auch tiefere Analysen machen, aus den Buchstaben, aus vielen, den Buchstaben vieler einzelner Wörter, sie in einen Baum einfügen und nach jeder Buchstabensequenz schauen, wie häufig, wie stark verzweigt sich der Baum mit jedem neuen Buchstaben. Aber das lassen wir an dieser Stelle weg. Wir schauen uns genauer an die Affixeliminierung und die Charakterengramme. Bei der Affixeliminierung
schauen wir uns den Porter-Stemming-Algorithmus an. Und das Prinzip dieses Algorithmus ist Iterative Longest Match Stemming. Das heißt, wir gehen iterativ durch den Token durch und schauen uns dann auf Basis einer Regel, auf Basis einer Regelbasis, Basis einer Regelbasis an, welche Regeln auf das aktuell vorliegende, auf die aktuell vorliegende Version des Wortes zutreffen, und führen so lange neue Regeln aus unserer Basis aus, um das Wort weiter auf systematisch auf einen Stamm zurückzuführen. Die Regeln sollen so gewählt sein, dass jedes Wort auf seinen Stamm zurückgeführt wird und möglichst nicht mit anderen Wörtern auf denselben Stamm zurückgeführt wird, die dasselbe bedeuten. Das funktioniert nicht immer, aber oft. Am Ende, wenn wir diese Iteration hier durchgelaufen haben, in den ersten beiden Schritten, werden gegebenenfalls noch Irregularitäten korrigiert durch einzelne Sonderregeln. Ein bisschen Notation dazu. Wir haben hier Konsonanten als klein c, Sequenzen von Konsonanten als groß c, dasselbe für Vokale, und wir definieren ein Wort einfach als optional eine Konsonantensequenz, gefolgt von einer Vokalsequenz, Konsonantensequenz, Sequenz der Länge m und am Ende des Wortes optional nochmal eine Sequenz von Vokalen. Ein Konsonant ist ein Buchstabe, der kein Vokal ist, und die Vokale im Englischen sind A, E, I, O, U und Y, wenn das Y hinter einem Konsonanten steht. Der Porter-Stemming-Algorithmus besteht aus 9 Mengen von Regeln. Jede Menge beinhaltet so ungefähr 1 bis 20 Regeln, 1 bis 20 Regeln, und diese Regeln sind sortiert. Das Wissen ist in der Sortierung der Regeln und in der Zuordnung zu diesen Mengen kodiert. Die Regeln selbst sind zwar relativ klar und einfach, allerdings kann man aus ihnen relativ wenig rauslesen. Das heißt, Martin Porter, der den Algorithmus erfunden hat, hat hier sich eine ganze Menge Mühe gegeben, diese Art von Unterteilung herzustellen, um die Fehler, die dieser Algorithmus macht, das ist ein heuristischer Algorithmus, möglichst zu minimieren. Von jeder dieser Mengen kann nur eine Regel für jedes Wort angewendet werden, und dann schreiten wir zur nächsten Menge fort. Und die Regeln sind im Allgemeinen wie folgt aufgebaut. Wir haben irgendeine Prämisse, die erfüllt sein muss, eine Voraussetzung. Dann einen Suffix des Wortes, der gerade betrachtet wird. Die Prämisse bezieht sich auf das, was vor dem Suffix steht. Und wenn das Wort insgesamt mit diesem Suffix die Prämisse erfüllt, dann wird S1 durch S2 ersetzt. Die Semantik steht ja auch nochmal, ich habe es jetzt schon erklärt. Mögliche Voraussetzungen oder Prämissen sind, dass zum Beispiel, wenn man sich nochmal hier diese Sequenz hier anguckt, wie der Wortdefinition, einer sehr einfachen Wortdefinition, dass hier die Zahl m größer als x sein soll. Oder dass der Wortstamm, das heißt, das hier wäre der Wortstamm, mit einem bestimmten Suffix endet. Oder dass sich im Wortstamm, das wäre dann wieder dieser Teil hier, die Prämisse, ein Vokal befindet und so weiter und so fort. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Beispielregeln an, hier in dieser Tabelle aus dem ersten Regelset und die erste Regel aus dem zweiten Set, und wir sehen, dass bei den Regeln 1a voraussetzungslos, das heißt ohne Prämisse, wenn das Wort, das wir gerade betrachten, oder der Token auf mit dem Suffix SSES endet, wir das einfach durch SS ersetzen. Oder wenn es auf IES endet, wir es durch I ersetzen. Hier Beispiele. Carrots wird zu Carrots und Ponies zu Pony. Wenn das Wort auf EED endet und eine Vokal-Konsonantensequenz von mindestens der Länge 1 da ist in dem Wort, dann wird EED durch EE ersetzt. Jetzt sehen wir ein Positivbeispiel. Agreed wird zu agree, aber feed, denn hier ist der Prämisse nicht erfüllt, bleibt feed. Das heißt, so haben wir schon mal unterschieden, und es ist jetzt nicht so, dass wir hier aus feed fee gemacht hätten. Das geht so weiter hier, und Sie sehen noch eine ganze Reihe von anderen Regeln. Wie gesagt, es gibt noch eine ganze Menge Regeln mehr, und auf diese Weise können wir langsam, aber sicher jedes Wort zurück auf seine Stammform überführen.
Sensibility hier zum Beispiel, da hätte vorher ein Y gestanden und das hätte vorher diese Regel hier zugetroffen. Was Sensibility ist zum Beispiel. Sehen wir jetzt hier nochmal ein Beispiel. Hier ein längerer Text und die Anwendung des Porter-Stemming-Algorithmus sorgt dafür, dass bestimmte Endungen jetzt verändert werden, purple, oder verschwinden, orange. Augenblick. Ja, okay, hier ist es aber, alles klar. Und Sie sehen jetzt hier, das ist dann das Endergebnis. Wenn Sie das auf alle Texte anwenden, haben Sie eine gewisse Vereinheitlichung der Texte erreicht. Das heißt, auf diese Weise haben Sie immer denselben String und können jetzt, wenn jemand auch in Ihrer Anfragesprache nach verschiedenen Wörtern sucht, dazu sicherstellen, dass diese Wörter auch gefunden werden. Sie müssen eigentlich in der Anfragesprache denselben Stemming-Algorithmus anwenden, sonst können Sie die Zuordnung nicht machen. Probleme, die sich dabei entstehen können, ist, dass Namen, zum Beispiel Turing, falsch verarbeitet werden. Das heißt, wenn man sich die Mühe machen möchte, könnte man vorher versuchen, Namen oder Named Entities zu erkennen, um diese Fehler zu vermeiden. Ich würde noch ganz kurz, bevor wir auseinandergehen, nochmal die Fehler, die haben wir schon auch schon gesehen, da haben wir bei Architekturvorlesungen schon darüber gesprochen, dass Wörter verschiedener Bedeutungen hierdurch zusammengeführt werden können. Und ich würde vielleicht noch ganz kurz, den nächsten überspringe ich mal, zu den Character-Engramm kommen. Ein ganz einfacher Heuristik könnte sein, dass Sie einfach Zeichensequenzen der Länge n nehmen und die einfach heranziehen als Wortstämme, gegebenenfalls nicht nur die Präfixe, sondern alle Zeichensequenzen aus den Wörtern. Und das ist im Prinzip mit gewissen Einschränkungen schon das, was auch viele neuronale Netze tun. Die machen dann etwas, was sich Binary Length Encoding nennt. Da wird es noch ein bisschen ausführlicher und wir nehmen nicht alle diese Zeichensequenzen, weil das wären zu viele, sondern nur diejenigen, die häufig sind. Nichtsdestotrotz, wir können einfach auch, da wir uns im Englischen befinden, den Präfix der ersten vier Buchstaben nehmen und haben wahrscheinlich schon ein relativ ähnliches Ergebnis. Also das heißt, man kann auch sagen, wir führen die Wörter einfach gar nicht wirklich auf ihre Stammform zurück, sondern versuchen einfach nur, wie heißt es, mit einer viel banaleren Heuristik schneller vorwärts zu kommen. Das kann von Erfolg gekrönt sein, das hängt dann schlicht davon ab, wenn Sie Ihre Suchmaschine am Ende evaluieren, was die besseren Ergebnisse zeitigt. Ob es sich lohnt, wirklich hier einen großen Unterschied zu machen, denn der Porter-Stemming-Algorithmus ist gut, ist fertig, schon da, den nehmen Sie einfach. Also das heißt, es muss hier nicht sein. Aber in Spezialsituationen kann das hier Sinn ergeben. Das nur der Vollständigkeit halber. Damit sind wir am Ende und ich bedanke mich für heute.